Das heutige Markeflüster hat ein etwas ungewöhnliches Thema, nämlich wie die USA sich auf unsere Kosten bereichern. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Sie alle kennen sicherlich die Tweets von Donald Trump, wie ungerecht doch die anderen gegenüber den USA sind, seien es Chinesen, seien es die EU, die ja brutal, wie Trump neulich getweetet hat, in Sachen Handel gegenüber den USA sich verhalten würden. Aber schauen wir uns mal das Thema Steuern, genauer gesagt Unternehmensversteuerung an. Und dann sehen wir eine sehr, sehr merkwürdige Geschichte, nämlich, dass die Amerikaner sich faktisch auf unsere Kosten, also da, wo sie faktisch das Geschäft machen, bereichern, indem sie die Steuern woanders zahlen. Dazu habe ich mal zwei Grafiken mitgebracht, die das wunderbar zeigen. Das hier zum Beispiel, das sind die Steuern, die die amerikanischen Unternehmen in den Ländern zahlen, in denen sie faktisch die Gewinne erwirtschaften, nämlich in Frankreich, Deutschland, Italien, China, Japan und Indien. Wir sehen hier diese Grafik, ganz unten sind die Kurven, da wird praktisch nichts versteuert. 44 Milliarden der Gewinne werden faktisch auch in diesen Ländern versteuert, wo die amerikanischen Unternehmen Gewinne machen. Schauen wir uns aber mal dann diese Grafik an, die ich Ihnen hier zeige, dann sehen wir Folgendes. Dass nämlich vor allem in den Steuerparadiesen hier eine ganz andere Summe versteuert wird, nämlich weit über 300 Milliarden. Wir haben also etwa den Faktor 8, Faktor 9 in Sachen Versteuerung. Das heißt, die Gewinne, die die amerikanischen Unternehmen hier erzielen, die parken sie woanders. Da wird praktisch versteuert bzw. auch nicht versteuert. Wir haben Irland, wir haben Holland. Wir haben die Schweiz, meine Herrschaften, wir haben Luxemburg vor allem und wir haben UK Caribbean, also sozusagen Karibikinseln, die zu UK, zum United Kingdom gehören. Und das ist natürlich eine richtige Schweinerei, das ist natürlich auch unsere Schuld, dass wir das zulassen. Aber man darf nicht vergessen, dass zum Beispiel die Amerikaner es ja geschafft haben, für ihre Unternehmen in der Schweiz oder für ihre Privatbürger vor allem in der Schweiz ein Loch zuzumachen, als sie eben das Bankgeheimnis in der Schweiz faktisch aufgeknackt haben, indem sie gedroht haben, naja, wenn ihr jetzt nicht das Bankgeheimnis aufhebt gegenüber unseren Staatsbürgern, die schön die Gelder hier in die Schweiz verschieben, dann werden UBS und Credit Suisse keine Geschäfte mehr in den USA machen, beziehungsweise vom Dollarsystem abgekoppelt und flupp, schon ging das alles. Schon hat die Schweiz gesagt, okay, können wir ja alles machen, liebe Amerikaner. Und genau so müssten wir gegenüber diesen Steuerparadiesen agieren, gegenüber diesen Steueroasen. Denn faktisch ist es ja so, dass Unternehmen wie Amazon oder wie, da ist mir die Grafik wieder entschwunden, wie Amazon oder wie Apple ja faktisch hier die Gewinne machen, hier die Infrastruktur nutzen, hier die Gewinne abschöpfen und dann woanders Steuern bzw. keine Steuern bezahlen. Das ist eigentlich eine große Schweinerei und dementsprechend sollte man das auch den Donald und den Seinen mal aufs Brot schmieren, wenn jetzt die EU unter Malmström ja die Verhandlungen eröffnen wird, beginnen wird mit den Amerikanern in Sachen, was machen wir denn mit Zöllen, wie gehen wir damit um, das wird ja jetzt demnächst beginnen. Ansonsten ist es heute wieder ruhig am Markt. Wir haben folgende Situation, wir haben jetzt derzeit die Earnings Estimates, also die Gewinnschätzungen der US-Unternehmen fürs erste Quartal bei -4,6%. Jetzt ist es inzwischen so, dass selbst die Erwartungen für das zweite Quartal leicht negativ sind, nämlich bei -0,4%. Und das nennt man dann wirklich eine Earnings Recession, eine Gewinnrezession. Wenn zwei Quartale hintereinander negativ wären, dann ist das eben Rezession. So kennen wir es auch aus der Volkswirtschaft bei den BIPs, bei den Bruttoinlandsprodukten. Und heute die Zahlen von Goldman Sachs und Citigroup waren jetzt nicht so der große Bringer, vor allem die von Goldman Sachs. Da hat man sage und schreibe 18% weniger Gewinn pro Aktie gemacht als noch im Vorjahresquartal. Und das angesichts der Tatsache, dass Goldman Sachs ja wie viele andere US-Unternehmen praktisch ja alle eigenen Aktien vom Markt wegkauft. Das heißt, man muss ja den Gewinn durch sehr viel weniger Aktien teilen, was den Gewinn normalerweise pro Aktie ja deutlich nach oben hebt. Aber hier zeigt sich schon, und nicht nur bei Goldman Sachs, nicht nur bei Citigroup, heute auch Zahlen von Charles Schwab. Sie alle leiden unter dem anämischen Handelsvolumen, das derzeit der Fall ist oder beziehungsweise genauer gesagt nicht der Fall ist. Hier sehen wir das Handelsvolumen seit dem Jahresbeginn, also seit diese fantastische, tolle, wunderbare Rallye stattfindet, sehen wir, geht es im Grunde immer noch weiter an den Keller, während der S&P 500, während die US-Aktienmärkte immer weiter steigen. Das ist schon eine etwas komische Geschichte. Jedenfalls zeigt sich eben schon in den Daten dieser drei Unternehmen, die heute berichtet haben, dass das Handelsvolumen zurückgeht. Das ist schlecht.
für diese Unternehmen. Das ist sozusagen ein Faktor, der langsam immer mehr zu Buche schlägt. Schauen wir uns die Dinge in den Charts doch ruhig mal an und starten mit dem Germany 30, also mit dem DAX, aktuell 12.007 Punkte. Der DAX ist trotz Daimler, die ja kleinste Problemchen haben, relativ unbeeindruckt, hält sich hier an dieser 12.000er Zone, ohne mit der Wimper auch nur zu zucken. Dann haben wir die Amerikaners hier, den S&P 500, 2.898. Wir sind also wieder unter diese 2.900er Marke gefallen beim amerikanischen Leitindex. Wir haben den Dow Jones hier bei 26.331 Punkten belastet. Eben nicht nur durch Goldman Sachs, die im Dow sind, sondern auch durch Boeing, nachdem American Airlines, die größte Fluglinie der USA, gesagt hat, naja, also diese Boeing 737 Max, die werden also noch bis August nicht einsatzbereit sein. Deswegen werden wir, bis mindestens August, deswegen werden wir 150 Flüge pro Tag canceln, werden wir streichen, und das entspricht schon mal 1,5% des gesamten Flugvolumens in den USA. Das ist also schon eine Kategorie. Jetzt wird es auch dem größten Boeing-Optimisten langsam ernst, langsam klar, dass diese Geschichte mit diesem Boeing 737 Max sich wohl etwas länger hinziehen wird, als man anfangs geglaubt hat. Schauen wir uns auch noch den Nasdaq 100 an, der sich jetzt einigermaßen hält bei 7.600 und einem Punkt. Aber wir waren vorbörslich auf Future-Basis noch wieder stark im Nasdaq. Dann kam ein bisschen ein Rücksetzer. Wir haben den Euro-Dollar aktuell bei 1.1306. Da passiert nicht viel. Der Euro, der hält sich eben im Bereich der 1.13er Marke. Wir sehen, dass Öl ein bisschen Probleme hat. Das amerikanische Crude Oil, $63.20, also damit auch schon ein bisschen von den Verlaufshochs weg. Und wir haben den Goldpreis, der zwischenzeitlich in Richtung $1.280 unterwegs war, jetzt aber sich besser halten kann bei $1.289. Also, das ist die Situation. Die Amerikaner beschweren sich über uns, schöpfen aber sozusagen die Gewinne wunderbar ab. An uns vorbei, könnte man sagen, nutzen schön unsere Infrastruktur, verkaufen ihre Produkte, zahlen aber keine Steuern dafür. Das Gleiche müssten wir uns mal erlauben in den USA. Was dann los wäre bei Donald, das kann man sich vorstellen. Wir haben jetzt sozusagen einen ersten Dämpfer in der US-Berichtssaison, vor allem mit den Zahlen von Goldman Sachs. Mal sehen, wie es jetzt weitergeht nach der Euphorie vom Freitag, vor allem über JP Morgan, zeigen die heutigen Daten, dass das Kreditvolumen doch nachlässt. All das deutet darauf hin, dass möglicherweise der US-Konsument nicht mehr so bereit ist, hier Party zu machen, möglicherweise nicht mehr die Chance hat, Party zu machen, schlichtweg, weil die Steuervergünstigungen für die Privatleute, nicht für die Unternehmen, für die Privatleute weggefallen sind. Viele müssen Steuern nachzahlen und haben dann weniger Geld für den Konsum übrig. Ich hoffe, Sie haben sehr viel Geld für den Konsum übrig und wünsche jetzt einen wunderschönen Feierabend. Bis dann. Ciao.